Heute, was geht ab, Leute, hier? Es ist Samstag, mitten im 24-Stunden-Livestream, aber 16 Stunden noch. Chong hat gerade eine krasse Ansage gemacht, er hört erst auf, wenn null Zuschauer da sind. Also eins, weil der zählt ja als ein View, unser Fernseher hier. Ja, der zählt nicht. Doch, doch. Ja, eben, deswegen, ja, bei eins. Okay. Also eins ist null. Nico macht schlapp. Boah, was ein alter Mann. Oh mein Gott, Mann, es geht bergab, Mann. Das ist schon Toblerone, bräuchtest du jetzt. Toblerone, oh mein Gott, Toblerone, mein Gott. Barisch verabschiedet sich jetzt gleich. Ja. Das ist Vlog-Style, oder? Vlog, ja, von Vlog. Samstag jetzt. Ja, Mann, neuer Tag. Zu krass, Mann. Neuer Tag ist. Was geht ab hier, John Banks? Also 24 Stunden halten wir, glaube ich, nicht aus. Bleibt noch. Wir haben nicht gut genug vorbereitet. Nico hat große Töne gespuckt, aber nichts vorbereitet. Wie tot ist, zeig mal seine Augen. Ich hab doch die Idee gehabt, Mann. Was ist denn los, Mann? Läuft doch alles. Was ist mit Planung und Umsetzung? Umsetzung schon, Mann. Planung hat John Banks gemacht, Mann. John Banks hat echt gut geplant, muss ich sagen. Immer. Peace out. Wir sehen uns. BFI Job erledigt. Barisch war da, Mann. Nicht mehr lost. Schauen wir mal. Ja. Wann sieht man sich wieder? Beim Turnier? Lost and found, Alter. Barisch, Mann. Beim Debüt-Turnier, ja. Das Preisgeld nehme ich auch mit. Hey, aber nicht am langen Wochenende. Und Marc Gebauer kommt. Wie krass. Nicht am langen Wochenende, bitte. Ich kann es echt nicht mehr ändern. Es gibt keinen. Schau nach, aber nicht am langen Wochenende. Da ist Nico Away Vlog, Mann. Dann geht's nicht mehr. Alter, das Nico Away Vlog ist doch echt unwichtig. Echt gut. Was? Ist dir klar, du brauchst vom Turnier die Punkte für den Gesamtsieg. Am Ende gibt es über 2000. Ja, und dann machst du halt normalen Tag. Nicht am langen Wochenende. Es ist unnötig, das da zu machen am langen Wochenende. Es ist schon fest. Die Wette, also ein bisschen frischer. Doch, wenn du Nein sagst, ist es erst recht fest. Ja, aber dann kriegst du doch keine Eintrittsgebühr. Oh mein Gott. Du brauchst mich. Sauber. Also die Preise ist nicht gesehen, Preis. Das ist einfach am normalen Wochenende, wo ist das Problem? Nico leidet, er schafft es zum ersten Yu-Gi-Oh! Turnier nicht. Wer nicht mitmacht, kriegt 0 Punkte an dem Tag. Nico kämpft noch, dass der Termin verschoben wird. Hast doch einfach am normalen Wochenende. Tot, Leute. Internet ist einfach ausgegangen. Verbindet nicht. Mittendrin aufgehört. Ja, echt schade. So ein Ende. Einfach weil Internet ausgeht. Echt extrem schade, Mann. Wir hätten sonst die 24 Stunden easy durchgezogen. Oh mein Gott. Easy, Mann. Aber jetzt wegen Internet. Es haben nur noch 37 Minuten gefehlt, Mann. Scheiße. Es haben nur noch 37 Minuten gefehlt. Nee, wir hätten es fast geschafft, Mann. Es haben noch ein paar Stunden gefehlt. 16, 14, irgendwie sowas. Aber ey, Internet, echt komisch, Mann. Einfach weg auf einmal, Mann. Einfach weg auf einmal. Wir konnten nicht Tschüss sagen. Echt stabiler Stream. Viele Leute am Start. Kuss geht raus. Vielen Dank. Du weißt, wie du Tschüss sagst, oder? Ciao. Aber... ja, was soll man machen jetzt? Echt madig. Chong ist auch mit Handy verbunden. Er sagt schon ein bisschen Tschüss und sorry, Leute. Und Chong war echt motiviert, Mann. Respekt an Chong, Mann, für heute. Aber fuck. Was ist das? Schaut mal. Wir haben sogar schon welche gelöscht. Ja, aber... das war echt heftige Aktion heute. Echt madig, Mann. Ja, wir müssen vielleicht warten. Ja, vielleicht kommt Internet wieder, aber... vielleicht steckst du mal Modem aus und dann... wir sind back, Leute. 20 Minuten waren wir offline, wir haben viele Zuschauer verloren. Oh mein Gott, wir haben nur Zuschauer. Die Ärgelmänner sind noch geblieben, die so, wir warten bis 6 Uhr und so. Ja, Mann, richtig. Junge, krass, was für treue Zuschauer, Mann. Was für eine krasse Community. Sind wieder. Jungs, wir warten, bis ihr wieder zurück seid. Da. Bis 6 Uhr, uns egal. Jetzt sind wir back, aber wir haben. Wir haben richtig viele Zuschauer verloren. Das ist naja, normal. Ich hoffe, ihr kommt zurück. Return from different dimension, ob die zurückkommen. So ist das Internet. Technische Schwierigkeiten, schade. Aber war trotzdem geil, hat richtig Spaß gemacht. Das war echt, aber wirklich, Real Talk, das war ja richtig geil. Das war echt. Kimi wurde der Hot Tub versprochen, Alter, Mann. Wie wurde der Hot Tub? Also Bälle Bart, Alter, Mann. Wir sind wieder back und die treuen Zuschauer, die fragen schon, hier, macht ihr nächsten Freitag aus Samstag wieder Stream. Was ist die Antwort, Jungs? Der Hype ist real, wir sind dabei, Mann, auf jeden Fall, Mann. Vor allem du. Schau mal, Mann. Die scheiß Ausgangssperre, Mann, aber heute haben wir schon gut gemacht. Heute war echt krass. Heute war schon krass, Mann. 30 Zuschauer. Super saftige Abos, 30 Zuschauer im Schnitt. Dreimal hat er die Namen weggewischt. 2-3 Abonnenten, also ja, Abos, nicht Followers. Richtig stabil, muss ich sagen. Das ist echt stabil, Mann. Ja, wenn wir regelmäßig das machen, steigt das sicher auf. Ja, Mann. Also, wenn wir regelmäßig konstant machen. Ja, Bellebart und Hot Kitchen, Mann. Und ich muss ehrlich sagen, Spargisch Investor. Die Zahlen gehen auch gerade richtig nach oben wieder. Das ist, freut mich, dass ihr alle wieder da seid. Wir sollen auf das Ei reacten. Was für Ei, Mann? Ja, komm. Auf das Ei.
Ja, jetzt habe ich echt keine Lust. Ich okay. Schau mich müde, er hat keinen Bock. Wir machen das nächste Woche. Okay? Oh mein Gott, G-Lock, Schuss auf dich. Jetzt habe ich da echt keine Schuss auf G-Lock. Muss eh gerade arbeiten, gleich arbeiten und so, deswegen. Ja, Mann. Okay, G-Lock, sorry. Ich wollte für dich machen, du weißt. Ich habe gerade ausgemacht, aber Min Lee, YouTube Superstar, schaut auch vorbei. Ja, Mann, nächstes Mal komme ich als Gast, dann kannst du wieder neue Videos machen, Mann. Digga, bitte, Gast, das erst ab 10k. Yes, vielleicht hat er 11 Abonnenten. Ich höre so Min Lee, der echte Mann. Ja, der echte. Min Lee kennt uns, Mann. Wir sind die Stars, Min Lee. Mann. Oh, das schreit doch nicht so, Mann. Min Lee, YouTube, das ist mein Bruder, Mann. Mein kleiner. Krank, Alter. Min Lee, YouTube. Min, was geht, Mann, bitte? Chong zieht noch durch. Habt eine gute Nacht. Es geht noch an euch. Ja, es geht krass am Streamen, Streamfieber. Nico schon länger weg. Ja, Mann. Er sitzt seine Zeit ab. Hamsterrad ruft, Alter, Mann. Er sitzt seine Zeit ab. Ja, oh mein Gott, Alter, Arzt 4 schreibt, ich fahr um kurz vor 6 zum Bäcker danach. Oder hast du mich los? Ja, da bist du mich los. Nico, schön, dass du vorbeigeschaut hast. Ist jetzt halb. Nico, away, Alter, was ist los, Mann? Ich bin gleich away, Alter, Mann. 4:30 Uhr, ich dachte, du brauchst halbe Stunde zu Hotte. Ja, Mann, ich geh gleich los, Mann. Chong will streamen, bis kein Zuschauer mehr da ist. Hab ich auch so in den Titel gepackt. Nico, aber geht. Wir sind schon ein bisschen gefallen auf 16. Ja, ich weiß jetzt auch, Mann. Also, Nico, geht. Ich gehe schlafen. Es ist vorbei, Mann. Wir sind jetzt auf 16 runtergegangen. Egal, Mann. Jungs, Mann. War Nico, hat mich gefreut, Mann, dass du mitgemacht. So. Chong ist auch am Start, Nico ist gegangen. Ich mach hier noch ein bisschen sauber. So die Zeit nutzen. So Leute, 16 Stabile sind noch am Start, aber die meisten lassen den PC nur laufen. Viele haben sich verabschiedet, echt stark. Viele sind draußen. Lange kam jetzt nichts mehr in den Chat. Oh, wir gehen auch runter. Die meisten, die geschrieben haben, haben mal gute Nacht geschrieben jetzt. Waren lange, sehr lang. Am Start ist 6.16 Uhr, 6.18 Uhr. Respekt an euch, dass ihr so lange durchgehalten Respekt habt. Respekt an uns, dass wir so lange durchgehalten haben. Respekt an mich und auch nur an Nico. Aber echt, Mann. Gar nicht. An Nico echt gar kein Respekt, oder? Der ist nur gekommen, um zu trinken und zu essen. Aber echt, Mann. Und schön, dass Barisch mal bei dir geschaut hat. Aber ich glaube, der Stream neigt sich jetzt echt dem Ende. Ja. Auch immer noch keine neue Nachricht, das war's. Eine halbe Minute haben wir noch, ansonsten sind wir offline. Yo, wir sind wieder da. Ich bin schlafen gegangen, dann bin ich duschen gegangen, da habe ich was gefrühstückt, dann habe ich mich nochmal hingelegt. Jetzt bin ich wieder hier, bisschen aufgeräumt, dann habe ich noch ein Meeting für Homes Tour. Morgen haben wir noch Fotoshoot und dann sollte hoffentlich Tour 2 fertig sein. Und dann geht es auch an Tour 3. Das muss relativ schnell gehen, weil ihr seht, das Wetter ist ziemlich gut. Das heißt, die Leute könnten Homes Tour zocken. Und wenn wir 3 haben, dann versuche ich Marketing zu starten. Jetzt erstmal noch ein bisschen aufräumen hier. Chong war so müde, hat das nicht mal mehr aufgeräumt und mitgenommen. Ja, aber Stream war heftig, Leute. Heftiger Stream. Am Abend wieder eine Runde Hearthstone, um runterzukommen. Ich habe nicht mal viel gemacht, deswegen weiß ich nicht, wie viel Material ich für den Vlog habe. Was ich noch erzählen kann, ist, heute ist ein krasses UFC-Event. Wieder mit Live-Veranstaltung mit Publikum, was sehr interessant ist. Und 3 Titelkämpfen. Letztes habe ich ein bisschen was über Ben Askren und Jack Paul geredet. Da haben mich wieder ein paar gefragt, was ich für dieses Wochenende so, wie so meine Meinung ist. Erster Titelkampf, Usman gegen Masvidal, Usman. Zweiter, Zhang Weili gegen Rose Namajunas, Zhang Weili. Und Valentina Shevchenko versus Jessica Andrade. Auf jeden Fall Valentina Shevchenko. Das sind so meine Picks. Gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Ansonsten, wie gesagt, der Livestream, wir haben natürlich nicht die 24 Stunden durchgezogen, schlechte Vorbereitung. Wir müssen uns erstmal langsam rantasten, vielleicht 12 Stunden streamen und dann immer so weiter. Aber war geil, die Jungs haben eine Menge Spaß und wir allgemein und auf Chat, Zuschauer haben eine Menge Spaß. Und das ist eine tolle Sache. Und was ich halt gut finde, ist das Potenzial, was ich damals gesehen habe, wo ich gesagt habe, hey, lass uns mal wieder ein bisschen mehr YouTube machen. Nach Pogo, wo ich dann zurück zu den Jungs gegangen bin und halt gesagt habe, hey Jungs, lass uns dies und das machen. Und es hat eine Weile gedauert, bis man das Potenzial entfalten konnte, so wie ich es gewollt hatte. Aber ich hatte das Potenzial gesehen und es ist schön, dass es sich so jetzt langsam entfaltet. Ein bisschen so ähnlich wie Bitcoin. So wie bei Barisch. Barisch hat das Potenzial in Bitcoin gesehen und er will allen Leuten erzählen, wie krass Bitcoin ist und was für ein Potenzial das in der Zukunft hat.
Und ja, Bitcoin ist explodiert und er hat es allen bewiesen. Und genauso ist es mit unserer Truppe. Ich habe Potenzial in dieser Truppe gesehen. Verschiedene Charaktere, unsere Chemie zwischeneinander ist top. Und der Twitch-Chat merkt das, immer mehr Zuschauer merken das. Die Pogo-Hater, die haben natürlich auch ein Leben und haben jetzt mittlerweile auch Besseres zu tun, als immer noch die Videos zu haten. Und dann bleiben nur noch die über, die es halt wirklich taugt. Und ja, merkt man halt langsam, wie sich das rauskristallisiert. Und auch jetzt, wo die Jungs selber was machen, Nico Way, sein eigener YouTube-Channel, jetzt so checkt er halt, wie das so hinter den Kulissen ist, was man wirklich braucht. Auch Chong mit Twitch und so, Min hat uns besucht. Die haben jetzt gecheckt, okay, so und so muss man das machen. Jetzt macht das alles Sinn, was Hong so da labert und von uns will. Und jetzt verstehen die so und ich denke, das ist gut, damit wir noch mehr von unserem Potenzial entfalten. Aber das war's von mir, Leute. Schreibt gerne in die Kommentare. Oh, keine Ahnung, was hier in die Kommentare schreibt. Hä, wieso habe ich das überhaupt gesagt? Liken, subscriben, kommentieren. Folgt uns auf Twitch, Instagram. Investiert in Bitcoin, DeFi. Oh mein Gott, DeFi, so saftig, Mann. Ich erzähle euch im nächsten Video darüber. Zu saftig, Mann. Ciao.